Eine junge Frau sucht Hilfe auf der Ruhrpottwache. Sie wurde überfallen und ausgeraubt. Der 38-Jährigen stehen allerdings noch weitere Schrecken bevor. Super. Vielen, vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Ja, gerne. Bitte rufen Sie an. Sie kriegen Ihr Geld. Ich verspreche es. Gottes Willen. Kai, willst du mich in den Herzinfarkt treiben oder was? Milka, schön, dich zu sehen. Was willst du hier? Was geht dich das an, bitteschön? Pass auf, du hast dich von mir getrennt, ja? Getrennt? Und wir reden jetzt. Wirst du mich anzeigen? Das hat bin ich vorhin, weil ich außer geworden bin? Kai, bitte. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich bin gerade überfallen worden. Nur das, was ich am Leib trage. Hallo? Du bleibst jetzt hier und wir reden. Hey. Hallo, was machen Sie da? Lass mal die Frau in Ruhe. Was ist denn hier los? Was geht's hier? Wir sind von der Kriminalpolizei, das ist mein Kollege. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Ich bin gerade überfallen worden und ausgeraubt. Überfallen worden. Schauen Sie, ich habe einen Schlag auf den Nacken, in den Nacken gekriegt. Schau, was haben Sie damit zu tun? Das war ich nicht. Dann hängen Sie mir nicht an. Wer sind Sie denn Moment überhaupt? Wer ist denn der Typ? Ihr Ex-Freund. Ja, Ex-Freund. Hast du das verstanden? Und warum möchten Sie sich jetzt daran hindern, eine Anzeige bei der Polizei zu machen? Weswegen wir uns gestritten haben, brauchte sie eigentlich nicht hier hinkommen. Sie ist ja aber offensichtlich wegen was anderes hier. Ja, das war ich aber nicht. Da denkst du mir nicht an. Ja gut, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Kommen Sie mal mit rein. Und Sie halten sich jetzt zurück. Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert befragen die Geschädigte, um den Tathergang des Überfalls zu ermitteln. Auch den Ex-Freund wollen sie noch vernehmen. Er scheint extrem aggressiv und könnte die Tat begangen haben. Ich bin letzte Woche in meine eigene Wohnung gezogen und wollte heute einfach meine restlichen Sachen abholen. Meine Möbel, die noch da standen bei meinem Ex-Freund. Hab mir dafür bei der Spedition einen Sprinter ausgeliehen. Mhm. Wollte den dann heute wieder zurückbringen. Also Sie haben die Möbel auch rausgeholt aus der Wohnung? Ja, ja. Okay. Das ist alles schon in meiner neuen Wohnung. Und, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ja, kein Problem. Bisschen aufgeregt. Atmen Sie ruhig durch. Wir haben Zeit. Sie brauchen sich jetzt nicht zu stressen. Wir sind auch ganz locker. Okay. Genau, dann bin ich zu dieser Spedition gefahren. Da war aber keiner mehr. Ja. Und da gibt es doch mal diese Briefkästen, wo man dann den Schlüssel reintut. Genau, ja, das kennen wir. Kenn ich, ja. Aber es kam mir alles ein bisschen komisch vor. Weiß nicht, ich hatte ein komisches Gefühl. Sie hatten ein komisches Gefühl. Genau. Und plötzlich hat mich jemand von hinten niedergeschlagen. Ja. Alles ist weg. Meine Tasche ist weg, mein Ausweis ist weg, mein Geld ist weg, meine Geldkarte ist weg. Ich habe nichts mehr. Und ich weiß nicht, wer es war, wer es gewesen sein könnte. Okay, und Ihr Ex-Freund da draußen, der möchte Sie gerade daran hindern, eine Anzeige zu machen? Ja, der geht von einer vollkommen falschen Situation aus. Wovon geht er denn aus? Naja, wir haben ein bisschen heftiger gestritten heute. Ja. Und da hat er meinen Lieblingsstuhl, den meine Oma mir vererbt hat, genommen und einfach aus dem Fenster geschmissen. Okay. War ihm egal, ob da irgendwelche Passanten vorbeigegangen sind, weil der war so in Rage. Ja. So habe ich den eigentlich noch nie erlebt. Wir waren ja auch ewig lange zusammen, ne? Fast 5 Jahre. Und so wie er sich eben hier aufgeführt hat vor der Wache, so habe ich ihn erst recht noch nicht erlebt. Können Sie sich denn vorstellen, dass er das gemacht hat, dass er Sie überfallen hat? Haben Sie den Täter denn irgendwie überhaupt gesehen? Nee. Und Sie haben sich auch nicht so ganz glücklich getrennt, sagten Sie vorhin, ja? Genau. Trauen Sie ihm denn so eine Tat zu? Eigentlich nicht. Okay. Woher wusste er eigentlich, dass Sie zur Polizei wollten? Das frage ich mich auch. Du, pass auf, ich glaube, die Frage können wir ihm mal selber stellen. Also er ist Ihr Ex-Freund und Sie sind wie lange getrennt schon? Seit knapp 2 Wochen. Seit knapp 2 Wochen und heute wollten Sie ausziehen bzw. sind ausgezogen. Genau. Den Rest hat sie noch geholt. Ja. Okay, so. Dann mit ihm. Wir würden Sie gerade bitten, vorne noch Platz zu nehmen, dann würden wir gerade mal mit Ihrem Ex-Freund sprechen. Von einem persönlichen Motiv konnten wir deswegen ausgehen, weil hier der Ex-Freund auch mit aufgetaucht ist und er auch ein Motiv dafür hatte, seiner Freundin oder Ex-Freundin zu schädigen. Er war nämlich total nicht einverstanden mit der Trennung. Und war auch aggressiv ihr gegenüber, als sie noch die restlichen Sachen abgeholt hat aus der Wohnung. Er hat einen Stuhl, der ihr sehr wertvoll war und wichtig war, aus dem Fenster geschmissen, der dann auch kaputt gegangen ist dabei. Von daher gesehen kommt er für uns als Tatverdächtiger in Frage. Wir haben auch keinen anderen und da hat auch auf jeden Fall ein persönliches Motiv. Sie sind Herr Kai? Roland. Kai Roland. Ja. Okay. So. Was hat sie Ihnen gesagt? Ja, jetzt wollen wir erstmal von Ihnen wissen, was Ihr Grund ist, warum Sie heute Morgen hier oder heute hier erschienen sind und Ihre Freundin so angegangen sind. Das wollen wir erstmal von Ihnen wissen. Ganz oder Ex-Freundin. Ich gebe zu, ich war vielleicht vorhin vor der Wache und zu Hause ein bisschen übermütig, aber kann man doch auch verstehen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich kann es erstmal gar nicht verstehen. Sie hat mir zu Hause halt eine Szene gemacht, ja? Und ja, sie will ausziehen und geht nicht mehr so gut, Trennung und ja, dann drehen einmal die Sicherungen durch. Das ist ja aber auch ihre Entscheidung. Ich wüsste nicht, was für ein Mitspracherecht sie dabei hätten. Ja, sie, zur Trennung gehören meistens auch immer zwei. Also ja. Sie war nicht damit einverstanden, dass sie sich trennen, ja, richtig? Ja, sie sieht nicht so aus, ne? Und dann haben sie vorhin noch, wie wir gehört haben, einen Stuhl aus dem Fenster geworfen, als ihre Freundin... Ja, ich wollte mal ausziehen helfen. Ich wollte sie aus dem Fenster runterschmeißen und der ist ja, jetzt kommt, hört sie mal auf jetzt. Wir wollen sie beim Ausziehen helfen. Ja, wenn, sonst dann schmeißen sie den Stuhl aus dem Fenster, ja. Das ist doch kein Ausziehen helfen. Ja, sonst auffangen, die wollen nicht kaputt. Sie möchten sie jetzt gerade davon abhalten, eine Anzeige zu machen, weil sie eventuell niedergeschlagen haben. Ja, wegen dem Stuhl. Sie haben sie wegen dem Stuhl niedergeschlagen. Was hab ich? Ja, niedergeschlagen. Nee, hab ich überhaupt nicht. Ich würde aber nichts antun. Wo waren Sie denn heute Vormittag? Heute Vormittag war ich zu Hause. Zu Hause. Ich habe mir jetzt Zeit, meine Wohnung umzudekorieren. Ne? Kann das jemand bezeugen? Nee. Nee. Tja, das sieht nicht gut aus für Sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihr heute Morgen geschrieben, ich hätte gerne ihren Schlüssel zurück von der Wohnung. Ja. Ja, da hat sie geschrieben, alles klar, bringe ich dir vorbei. Mhm. Aber ich bringe erst den Sprinter weg und dann komme ich. Ja? Okay. Und dann rief sie mich, weiß ich nicht, irgendwann später an, von einer fremden Nummer, ja? Ja. Und hat dann gesagt, ich kann jetzt nicht kommen, ich fahre erst zur Polizei. Und da habe ich gedacht, ja, ist ihr Stuhl ja anscheinend doch sehr wichtig, ja, dass sie mich deswegen jetzt wegen irgendwie anzeigen möchte. Anzeigen möchte, genau. Die Kripo-Kommissare stellen fest, dass der Verdächtige die Wahrheit sagt. Dennoch könnte er seine Ex-Freundin niedergeschlagen haben. Er wusste, wann genau sie das Fahrzeug zurückbringt. So, wir haben eben was gehört. Sie wollten einen Schlüssel zu ihm zurückbringen von der Wohnung, richtig? Genau, richtig. Und das hat jetzt nicht geklappt. Und Sie hatten ihn dann angerufen, hat er gesagt. Mhm. Wie, ohne Handy, wie ging das? Der nette Taxifahrer, der mich ja auch hierher gefahren hat, auf Vertrauensbasis, der hat mir sein Handy geliehen. Okay, daher erklärt sich die unbekannte Nummer. Sie haben dann auf der Fahrt mit ihm telefoniert und ihm gesagt, dass Sie zur Polizeiwache möchten, genau. Um eine Anzeige zu machen. Richtig. Sagten Sie ihm das so? Ja. Ja? Genau. Der Inhaber der Autovermietung, bei dem die Überfallene den Umzugswagen ausgeliehen hatte, sucht plötzlich die Wache auf. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Kundin. Kennen Sie den Mann? Ach so, ein Zufall. Also sieht man sich ja wieder, wa? Ja, ich bin Wo bleibt mein Auto? Warum haben Sie den Schlüssel nicht rangeworfen in den Briefkasten? Was soll das Ganze überhaupt? Okay. Ha? Was ist jetzt hier eigentlich los? Sie sind jetzt hier weswegen? Ja, weil mein Auto nicht ordnungsgemäß zurückgebracht worden ist. Okay. Sie hat das bei mir den Sprinter ausgeliehen und ja. Das Auto ist weg. Okay. Ja, und ich mache jetzt eine Anzeige. Entweder ist das Auto und mein Schlüssel da, ansonsten mache ich eine Anzeige. Ist mir völlig scheißegal. Haben Sie eine Überwachungskamera? Nee, habe ich nicht. Habe nie welche gehabt. Wofür auch? Wieso für ja. auch? Wenn Sie eine, Autovermietung haben, da stehen ja überall diese Fahrzeuge rum und da ist nachts ja was los. Habe ich ja nie gebraucht. Bei mir ist immer alles in Ordnung gewesen. Immer alles in Ordnung Ja, sicher. Ja, gut, okay. Außerdem, die Dinger sind viel zu teuer. In der Regel vergehen so 12 bis 24 Stunden, bis dann die ersten Autovermietungen dann so langsam bei der Polizei lauten lassen, dass ein Fahrzeug fehlt. Aber im Gegensatz zu den anderen war er sehr pünktlich, hatte keinerlei Sicherheitsmaßnahmen, weil er dies nicht für erforderlich hielt. Und sein Auftreten, das Ganze definitiv auf einen Diebstahl hier abschreiben zu wollen, war schon sehr deutlich. Sieh an. Ach, das ist ja direkt an der Autobahn da auch, ne? Mhm. Das ist direkt hier Autovermietung Minimiet, ist das? Ja. Ist die Pfälzer Straße 135 und Duisburg. Das ist doch hier dieser Parkplatz. Ist das ein überwachter Parkplatz? Ich meine schon. Dieser Parkplatz, der oben drüber ist, ja. Dann könnte es ja eventuell von dem. Es ist ein städtischer Parkplatz, glaube ich, ne? Genau. Richtig. Ich weiß halt aber nur nicht, in was für einem Winkel das. Ob wir das da halt mit draufkriegen. Aber ja. Probieren könnten wir es mal. Könntest du ja mal checken. Wir können es auf jeden Fall mal anfragen. Die Kriminalisten nehmen an, den Überfall und den mutmaßlichen Diebstahl auf dem Überwachungsvideo sehen zu können. Sie entlassen den Geschäftsmann. Auf eine Anzeige wegen Diebstahls besteht der Firmeninhaber jedoch. Das Überwachungsvideo des benachbarten Parkplatzes wird dem Polizisten sofort zugespielt. Es ist sehr aufschlussreich. Was ich
Was? Guck mal. Was ich komisch finde, das sind zwei so eine Briefkästen. Da ist eine und da ist eine. Zwei Briefkästen, ja. Da ist auch irgendwie noch ein größerer DIN A4-Zettel oder so. Ja, finde ich jetzt aber nicht unbedingt komisch, wenn da zwei Briefkästen sind. Kann ja sein, dass da zwei unterschiedliche Firmen auf diesem Gelände sind. Okay. Und die zwei unterschiedliche Briefkästen haben. Ne? Genau. Das Was? Kam mir nämlich so komisch vor. Was? Dass da zwei hängen. Normalerweise hängt doch immer nur für die Nachtschlüssel immer nur einer da. Wie normalerweise? Warum zwei? Warum? Also der zweite Briefkasten kam Ihnen komisch vor. Ja. Sind Sie das? Wieso jetzt? Das? Sind Sie das? Das sind bin Sie ich, doch, ja. Das bin ich. Was stand denn auf dem Briefkasten drauf? Das sieht ja aus, als wenn da Zettel hängt. Genau, da hängen Zettel dran, außer Betrieb. Und war durchgestrichen, rotes Kreuz. Moment, ein Briefkasten außer Betrieb? Ja. Das ist ja eigenartig. Und deswegen musste man dann den anderen nehmen, oder wie? Die anderen haben ja alle den anderen genommen, die haben nicht den genommen. Aha. Was machen Sie jetzt? Telefonieren Sie oder was wollen Sie gerade machen? Ja, schau mal. Guck mal, da kommt einer an. Der humpelt noch. Uiuiui. Oh, das sah jetzt böse aus. Also, der Sturz, den habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil es hier hinten einfach so. Der Schlag hat hinten so wehgetan. Ich bin einfach hingefallen, habe erstmal gar nichts gemerkt. War dann ein bisschen benebelt und ja, natürlich gedemütigt. Alle meine Sachen weg, nichts mehr da. Und dann stand ich dann auf der Straße alleine. Hatten Sie den Schlüssel in der Hand von dem Auto? Genau, ich hatte den Schlüssel noch in der Hand. Aber ich war so perplex und benebelt. Haben Sie ja versucht, dort anzurufen gerade? Können wir das eben noch mal ganz kurz sehen? Ich versuche gerade, die Stelle noch mal rauszusuchen. Schauen Sie mal die Statur an, jetzt gerade von ihm. Er kommt da jetzt. Der humpelt auch ein bisschen. Genau. Ja. Kennen Sie jemanden, der so einen Gang hat? Nee, nie gesehen. Der Täter hat allerdings dieselbe Statur wie der Ex-Freund der Geschädigten. Der Unbekannte scheint das Verbrechen vorbereitet zu haben, wie das Videomaterial wenige Stunden vor dem Überfall zeigt. Ach hier, guck an. Alter. Ist er das wieder? Ja, sieht ja aber ganz danach aus, ne? Okay, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ja, die Augen, die Stirn, das passt. Was hat hier so ein rotes Fähnchen da? Genau. Hat da ein paar Unterlagen, humpelt dahin. Schaut, da bringt er jetzt den Briefkasten da an. Aber wofür? Was macht das für einen Sinn? Ja gut, der will wahrscheinlich, dass die Leute die Schlüssel dort reinschmeißen. Genau, dass er dann rausziehen kann. Dass er die Schlüssel abgreifen kann. Womöglich hat der Täter die junge Frau überfallen, da sie den Schlüssel nicht in den von ihm präparierten Briefkasten warf. Dass er sich wie selbstverständlich auf dem Firmengelände aufhielt, stimmt die Beamten skeptisch. Er könnte ein Mitarbeiter sein. Können wir mal checken, ob diese Autovermietung, ob wir da schon irgendwas haben für die Leute? Mhm. So, irgendwie schräge Nummer, das Ganze. Mieter seit Jahren dort, kann nichts Negatives berichten. Guck mal, hier. Alles lief reibungslos. Sprinter, Kundenservice, alles super. Hab den Schlüssel in den Nachtbriefkasten geworfen. Unglücklich war nur, dass mein Sprinter danach geklaut wurde. Aber auch hier hat sich das Unternehmen um alles gekümmert. Der hat doch vorhin gesagt, dass es gar keine Probleme gab und deswegen, dass er keine Überwachungskamera braucht. Genau. Es gab ja bis jetzt nichts. Warum will er keine Überwachungskamera haben? Weil er was verbergen will? Weil er was im Geheimen macht? Wie hieß unser Mann? Jan Pinkus, ja? Ja, genau. So, schau mal hier. Jan Pinkus, Strafanzeige gegen unbekannten Sprinter wurde geklaut, also wegen Diebstahl. Ja, das würde passen. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal vor Ort an. Und sprechen eben mit dem nochmal. Das ist doch komisch. Der hat doch was damit zu tun. Das glaube ich auch langsam. Der hat sich auch ein bisschen komisch verhalten irgendwie, ja, ne? Nur die Sache ist, wie kriegen wir es nachgewiesen? Wir dürfen ihn auf jeden Fall nicht glauben lassen, dass wir wegen ihm da sind. Nee, wir machen einfach eine Tatortbegehung mit dem Opfer, wollen es einfach rekonstruieren, tun einfach so, als wenn wir jetzt einfach das nochmal nachvollziehen wollen, ohne dass er gleich im Verdacht steht, ganz einfach. Okay. Der Verdacht der Kommissare? Der Firmeninhaber gibt die Diebstähle seiner Mietfahrzeuge in Auftrag. Womöglich, um sie weiter zu verkaufen und zusätzlich Geld von seiner Versicherung zu kassieren. Er ist verdächtig nervös. Hallo. Was ist hier los? Ja, wir wollten mal eine Tatortbesichtigung machen, was hier genau vorgefallen ist, um das zu rekonstruieren. Das ist doch klar. Ich bin ein bisschen Das geht doch gar nicht.
Was sollen sich die ganzen Leute hier denken? Dann ist mein Ruf total am Arsch. Ja, das ist, dass die Polizei ja in der Stadt unterwegs ist, ist erstmal keine große Sache. Und wenn man einen Tatort aufklären muss, einen Kriminalfall klären muss, dann müssen wir auch mit der Polizei vor Ort sein. Das ist doch logisch. Eigentlich dachten wir, dass wir in ihrem Interesse handeln und dass sie nichts dagegen haben, dass wir. Ja, das ist vorher klar. Ja, na, sicher. Lassen Sie uns mal ein bisschen umschauen, damit wir mal feststellen können, wo Ihre Fahrzeuge bleiben. Durchsuchungsbefehl oder irgendetwas? Nee, brauchen wir auch gar nicht. Brauchen wir das denn? Sind Sie nicht daran interessiert, dass wir Ihre Fahrzeuge finden? Während sich der Autovermieter um einen Kunden kümmert, stellen die Ermittler fest, dass der zweite Briefkasten abmontiert wurde. Die Verstärkungskollegen entdecken diesen allerdings. Ach, mit dem Zettel noch dran. Also was sind das denn? Und ein Kühler, oder gehört nicht dazu. Aber das Interessante ist, ja, pass mal auf, Norbert, das ist exakt der identische Briefkasten. Das ist ja nicht irgendein Briefkasten, der ist absolut identisch. Genau. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, ne? Ich sehe ja auch nicht sehr oft an den Hauswänden exakt diesen Briefkasten. Und ich glaube auch, dass man den nicht in jedem Baumarkt so bekommt. Und da sind, was ist da drin? Das ist genau der Ach, da ist der Schlüssel drin. Da sind noch andere Schlüssel drin. Nur andere Schlüssel drin, genau. Der hing nämlich auf der anderen Straßenseite direkt vom Autohaus daneben. Guck mal, der Das ist der Briefkasten. Schau mal, die gucken ja auch schon die ganze Zeit so ein bisschen verdächtig rüber. Irgendwas ist, stimmt da nicht. Lass uns wir mal. Gehen mal. Genau. Hey! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Und hey, hey! Runter. Ich hab nämlich damit zu tun, Mann! Ja. Der angebliche Kunde hinkt genauso wie der Täter und er trägt viel Geld bei sich. Wahrscheinlich eine Bezahlung für die Tat. Also ich habe damit nichts zu tun, Was sagen Sie jetzt dazu, dass wir diesen Briefkasten gerade gefunden haben? Habe ich auch keine Ahnung. Ich hatte ja immer nur einen Briefkasten. Ich hatte niemals zwei Briefkästen. Niemals. Bitte. Ich weiß ja nicht, was der da gemacht hat, aber ich habe keine Ahnung. Sie sind jetzt erstmal ruhig, ja? Bitte. Wo kommt die Kohle her? Das ist mein Geld. Wo kommt die Kohle her? Wo kommt das her? Fragen Sie den doch. Ja, wir fragen jetzt dich, ja? Wir haben das Geld bei dir gefunden und wir fragen jetzt dich. Ich sag gar nichts. Sie möchten nichts mehr sagen. Du hast doch vorhin gerade gesagt, das ist alles deine Schuld. Ja. Ja, worüber sprichst du denn? Was ist seine Schuld? Er hat mich manipuliert, er hat mich mit Geld bestochen. Fabian! Damit sie seine Sprinter klauen. Hallo! Damit sie seine Sprinter klauen. Jetzt. Ja. Sie sind jetzt erstmal ruhig, habe ich Ihnen gesagt. Und dann? Sag doch die Wahrheit, was denn? Welche Wahrheit? Du steckst so oder so tief in der Scheiße. War es das jetzt alleine gewesen? Ich habe nichts damit zu tun. Sie haben nichts damit bestochen. Zu tun. Verräter, echt, ey. So. Das Wort Verräter. Ich dachte, wir können beide zusammen arbeiten. Mal hier an die Wand, bitte. Mal die Hände hoch. Mann, ey. Mir fällt gerade so eine Last von den Schultern, ganz ehrlich. Ich bin so froh, dass es nicht Kai war, der mich niedergeschlagen hat. Weil ich habe so lange mit dem zusammengelebt. Da kennt man einen Menschen einfach, ja. Aber ich verstehe nicht, wie so ein junger Kerl eine junge Frau wie mich von hinten einfach niederschmettern kann. Und mich liegen lässt, einfach meine Tasche nimmt und damit abhaut. Alles, was ich dabei hatte, hat er sich gegriffen und ist einfach abgehauen. Ich hätte tot sein können. Ja, ich hab's nur einmal gemacht. Da sind doch schon mehrere Autos weggekommen. Ja, aber ich musste sie auf den Boden schlagen, weil ich dachte, sie ruft die Polizei. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hätte auch die Polizei gerufen. Dass sie dafür in den Knast gehen, ist ihnen aber schon klar, ne? Also haben wir hier Versicherungsbetrug. Ja. Und die ganzen Anzeigen, die Sie bisher bei der Polizei gemacht haben. Alles Ihre Schuld, und einen schweren Raum. Ja, Sie können mal davon ausgehen, dass wir das alles wieder rausholen werden, die ganzen Akten, und das Ganze mal ein bisschen anders darstellen werden. Der Geschäftsmann und sein Handlanger werden wegen schweren Raubs, mehrfachen Autodiebstählen und Betrugs belangt. Der Gewaltverbrecher wird zudem wegen gefährlicher Körperverletzung an der 38-Jährigen angezeigt. Ihr Ex-Freund entschuldigt sich bei ihr für seinen Wutanfall.